Hallo zusammen, ich melde mich bei euch mit einem Tutorial zum Thema, wie kann ich selber WC-Papier produzieren. Ihr kennt es alle, ihr sitzt auf dem WC und dann das. Momentan ist es sehr einfach herauszufinden, wo im Laden das Gestell mit dem WC-Papier ist. Es ist nämlich das Gestell, das komplett leer ist. Du musst jetzt aber nicht in Panik verfallen, wenn du kein WC-Papier mehr bekommst. Da kommen meine Tipps, wie du für Ersatz sorgen kannst. Solange es ein Haushaltspapier hat, ist es ganz einfach, dass du die Rolle ins Format bringst, dass sie in die Halterung passt. Wenn auch das nicht mehr erhältlich ist, dann hast du sicher Zeitungen daheim. Je nachdem kratzt halt vielleicht etwas mehr am Füßli wie herkömmliches WC-Papier. Wenn du schon vorher komplett auf digital umgestellt hast oder Zeitungsreserven aufgebraucht hast, dann musst du langsam kreativ werden. Meine Nachbarn sehen mir jetzt halt in die Wohnung rein, aber dafür ist es ihnen etwas weniger langweilig, jetzt wo sie immer mit daheim bleiben. Der sanfte Stoff ist auf dem stillen Örtchen sehr angenehm. Als studierter Umweltingenieur möchte ich euch aber daran erinnern, dass ihr den Stoff nicht ins WC abspülen. So kann es sein, dass sie in der nächsten Zeit halt aus dem Kübel etwas strenger schmeckt. Aber auch da gibt es einfache Tricks, wie man das Problem kann beheben kann. Seid kreativ und macht das Beste aus dieser Situation. Ich wünsche euch, dass ihr in dieser schwierigen Zeit den Humor nicht verliert und vor allem, dass ihr alle gesund bleibt. Macht's gut! Tschüss zusammen.